Gute Nachrichten gibt es jetzt für alle Andreas Gabalier-Fans. Er spielt heuer sein größtes Österreich-Konzert im Burgenland. Ende Juli auf der Seebühne Mörbisch. Die Vorfreude ist enorm bei Musiker und bei den Fans, berichtet Thomas Hochwarter. Großer Bahnhof heute Vormittag für den Volksrock'n'Roller. Lederhosen und Alpenromantik, dafür steht Andreas Gabalier. Ich singe ein Lied für dich und dann fragst du mich, machst mit mir tausend. Aber auch Flachland und See passen. Das funktioniert natürlich. Ich habe alle meine Jugendsommer schon am See verbracht, als singender Kellner, Bademeister und Rettungsschwimmer, allerdings immer am Wörthersee. Und jetzt freut es mich, dass wir endlich auch einmal an den Neusiedlersee kommen. Rückblick, das sind Bilder vom ORF Burgenland Studiofest vor mehr als 10 Jahren. Ausgelassen miteinander feiern, das soll in diesem Sommer nach der Corona-bedingten Pause wieder möglich sein. Die Freude ist groß. Die Sehnsucht nach der Bühne ist groß. Es war die Auszeit, der Abstand im Tonstudio und dergleichen. Eine, die sehr gut getan hat. Ich habe sehr viel Zeit gehabt für mich, sehr viel Zeit für die Produktion. Und jetzt ist es aber so, dass ich wirklich von den Ketten gelassen werde. Zu hören gibt es am 29. Juli auch Songs seines neuen Albums, das gerade fertig wird. Ich habe versucht, so einen Spagat zu spannen, wirklich zwischen altgewohnten, vertrauten Gabalier, den man kennt, in der Machart, in der Auswahl der Texte und Lieder. Ich schreibe ja von Anfang an selbst. Aber auch ein bisschen mit der Zeit zu gehen, Lebensfreude wieder hineinzubringen. Das Konzert in Mörbisch soll auch ein Dankeschön sein. Wir haben zumindest 200 Karten zurückgelegt für Krankenschwestern, Krankenpfleger, Transporter, die hier in dieser Pandemie im Burgenland tätig waren. Das Gabalier-Konzert, eine Anerkennung für Pflegekräfte und für den Kulturstandort Mörbisch, ein weiteres Standbein. Es ist unser erklärtes Ziel. Das war klar, wir müssen Mörbisch mehr in Szene setzen. Es ist das Musical das eine, aber wir wollen natürlich noch einen Schritt weiter gehen. Noch gehört die Seebühne den Handwerkern. Im Juli sollen hier dann 6000 Gabalier-Fans feiern. Und wie heute bekannt wurde, wird Andreas Gabalier am 29. Juli auf der Seebühne Mörbisch auftreten. Eine Auszeichnung für Mörbisch sagt Landeshauptmann Doskozil. Immerhin sei Gabalier, Zitat, der österreichische Bruce Springsteen. Und das Wetter ist auch schön.